Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in dieser Vorlesung werden wir uns mit DAI beschäftigen. Das deshalb, weil es dazu in den Vorlesungen und in den Übungen auch Fragen dazu gab. Und bezüglich zu DAI, das hatten wir bereits behandelt, Stablecoins, also DAI sind Stablecoin. Und kurz zur Erinnerung, Stablecoins, das sind Kryptowährungen, die versuchen, einen stabilen Wert beizubehalten. Meistens gekoppelt an den US-Dollar. DAI ist dabei ein besonderer Stablecoin, da er dezentral funktioniert. Anders als bei USDC und USDT, wo ein Unternehmen Fiat-Dollar als Sicherheit hinterlegt, basiert DAI auf einem System von Übersicherung mit Kryptowährung, Overcollateralization. Nutzer können ihre Kryptowährung wie ETH oder andere Währungen in sogenannte Vaults einzahlen und dafür DAI ausleihen. Wichtig ist dabei, dass der Wert der hinterlegten Sicherheiten deutlich höher sein muss als der Wert der ausgeliehenen DAI. Typischerweise kann zum Beispiel 150% sein oder auch mehr. Ein sehr wichtiger Aspekt von DAI ist auch die Investitionen in Real-World Assets. Anders als die Kryptowährungen, die in Vaults, werden diese Real-World Assets nicht direkt von Nutzern hinterlegt, sondern vom MakerDAO Treasury verwaltet. Und ein großer Teil der DAI-Reserven ist in US-Staatsanleihen investiert und dies geschieht über einen Partner, der in der realen Welt diese Geschäfte tätigen kann. Und die Partner, das sind regulierte Finanzinstitutionen, die Zugang zum traditionellen Finanzmarkt haben und dementsprechend ermöglichen es auch diesem MakerDAO den Zugang über diesen Partner zu den traditionellen Finanzmärkten. Aktuell hält MakerDAO mehrere Milliarden Dollar in kurzfristigen US-Staatsanleihen. Daneben gibt es Partnerschaften mit traditionellen Banken, die Real-World-Assets-Kredite vergeben. Diese Kredite sind durch reale Vermögenswerte wie Immobilien besichert. BlockDAO zum Beispiel unterstützt als Investmentmanager bei der Verwaltung dieser Anlagen. Und diese Real-World-Asset-Strategie hat zwei Hauptvorteile. Erstens generieren sie stabile Einnahmen für das Protokoll durch Zinsen und Renditen. Zweitens diversifiziert sie das Risiko weg von reinen Kryptoassets. Allerdings bringt dies auch neue Risiken mit sich, insbesondere im regulatorischen Bereich und bei der sicheren Verwahrung von Assets. Die Verwaltung dieser Real-World-Assets erfolgt über spezielle Smart Contracts und rechtliche Strukturen, die eine Brücke zwischen On-Chain und der Off-Chain-Welt schaffen. Und das ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie DeFi und traditionelle Finanz beginnen zu verschmelzen. Und hier noch eine Grafik dazu. Und zwar auf der folgenden Seite hier. Hier sieht man auf der linken Seite die Vaults und auf der rechten Seite die DAI, welche von diesen Collaterals unter anderem auch den Vaults gemint werden. Lassen Sie uns noch zwei wichtige Komponenten des DAI-Systems genau betrachten, den MKR-Token und die Smart Contracts. Der MKR, Maker-Token, ist der Governance-Token des Systems und spielt eine zentrale Rolle. Maker-Inhaber tragen das ultimative Risiko des Systems, denn wenn das System unterfinanziert ist, wird neuer MKR, also dieser Maker-Token, geschaffen und verkauft, um das Defizit zu decken. Und dies führt zu einer Verwässerung der bestehenden Maker-Holder. Umgekehrt werden durch Stability-Fees eingenommene Maker-Tokens verbrannt, was den Token deflationär macht. Und diese Mechanik schafft einen direkten wirtschaftlichen Anreiz für Maker-Holder, für eine gesunde Verwaltung des Systems zu stimmen. Und die Smart Contracts bilden das technische Fundament des gesamten Systems. Der Core besteht aus mehreren miteinander verbundenen Verträgen. Es gibt ein Vault Contract, der verwaltet die hinterlegten Collaterals. Der DAI Token Contract implementiert den ERC-20 Standard.
Der Liquidationskontrakt überwacht die Gesundheit der Vaults, dass sie eben nicht undercollateralized sind. Und der Governance Contract verwaltet die Abstimmungen. Der Rate Contract steuert die verschiedenen Gebühren, die dann auch per MakerDAO über die abgestimmt werden kann. Diese Contracts, die sind modular aufgebaut und können durch Governance-Entscheiden auch aktualisiert werden. Und besonders wichtig ist dabei die Sicherheit. Die Contracts wurden auch mehrfach auditiert und haben sich eigentlich in der Praxis bewährt. Eine Besonderheit ist auch die Implementierung verschiedener Notfallmechanismen, die bei unerwarteten Problemen greifen können. Schauen wir uns nun das Gebührenmodell ein bisschen an. Das ist ein bisschen komplex. Wenn Sie Ihre Kryptowährung als Sicherheit hinterlegen und neu ausleihen, zahlen Sie eine Stability Fee. Das ist quasi der Zinssatz für Ihren DAI-Kredit. Diese Gebühr wird in Maker, dem Governance-Token des Systems, bezahlt und anschließend verbrannt, was den Maker-Token deflationär macht. Auf der anderen Seite gibt es die DAI Savings Rate. Nutzer können dort ihre DAIs in einen speziellen Smart Contract einzahlen und bekommen dafür Zinsen. Diese Zinsen stammen aus den Stability Fees. Zusätzlich gibt es noch eine Liquidation Penalty, eine Strafgebühr, die fällig wird, wenn ein Vault liquidiert werden muss, weil die Werte der Sicherheit zu stark gefallen sind. Und die gesammelten Gebühren fließen in verschiedene Richtungen. Ein Teil wird für diesen DAI Savings Rate verwendet, ein Teil wird für das Verbrennen von Maker genutzt und ein weiterer Teil geht in den Protokollbuffer für unerwartete Ereignisse. Machen wir kurz ein Beispiel. Sie hinterlegen Ethers in einem ETH Low Fee Vault. Aktuell beträgt die Stability Fee dort etwa 6% und Sie leihen sich DAI aus. Sie legen die geliehenen DAI im DAI Savings Rate Contract bei 6,5% an. Das kann man zum Beispiel hier nachschauen. Das ist diese Seite hier. Da sehen Sie, bekommt man 6,5%. Das heißt, Sie machen einen Gewinn von 0,5%. Das ist an und für sich ein risikoarmer Ertrag, solange der Etherpreis nicht allzu stark fällt. Und wenn er zu stark fällt, gibt es ein Liquidationsrisiko, wo Sie auch eine Liquidationspenalty zahlen müssen, was eine zusätzliche Gebühr ist, wenn die Position dann liquidiert wird. Und die Differenz zwischen dieser Day Savings Rate und der Stability Fee, wenn die positiv bleibt, dann macht man einen Gewinn. Die Frage ist nun, lohnt sich das überhaupt? Ich würde sagen, im Moment eher nicht. Weil wenn man zum Beispiel Ethers staken möchte, dann bekommt man momentan 3,2%, mit DAIs bekommt man 0,5%. Das heißt, wenn man Ethers anlegen möchte, dann wäre das vielleicht die bessere Option. Wobei auch der Ethers kann wieder hochgehen, kann runtergehen und DAI Stablecoin, der ist dann halt relativ stabil. Aber im aktuellen Zinsumfeld, wenn man jetzt für einen US-Dollar auf der Bank 3, 4, 5% Zinsen bekommt, sind eben diese 0,5% relativ wenig. Schauen wir uns noch die Governance an. Und zwar wird das on-chain gemacht durch den MakerDAO. DAO steht für Decentralized Autonomous Organization. Und Maker-Token-Inhaber können über alle wichtigen Parameter des Systems abstimmen. Dazu gehören fundamentale Entscheidungen wie die Aufnahme neuer Collateral Types, also welche Kryptowährung als Sicherheit akzeptiert werden, aber auch technische Parameter wie die Höhe der Stability Fees oder die Liquidation Ratios. Ein besonders wichtiger Governance Parameter ist die DAI Savings Rate, die direkten Einfluss auf die Nachfrage nach DAI hat. Auch das Debt Ceiling, also wie viel DAI maximal gegen ein bestimmtes Collateral erzeugt werden können, werden durch Governance festgelegt. Und diese Entscheidungen sind kritisch für die Stabilität und Sicherheit des gesamten Systems. Wenn es Real-World-Assets bezogene Abstimmungen gibt, dann geht es um mehrere kritische Aspekte, zum Beispiel
Genehmigung von neuen Real-World-Asset-Investitionen, Festlegung des Investitionsvolumens, wer darf als Real-World-Assets-Partner fungieren, Festlegen der Exposure-Limits und die rechtlichen Strukturen für Real-World-Assets-Investments, nur als Beispiel jetzt genannt. Und diese Abstimmungen sind komplex und deshalb wird mit Hilfe von spezialisierten Sub-DAOs, den sogenannten Scopes, abgestimmt und die Makerholder stimmen nicht mehr direkt über einzelne Real-World-Assets-Entscheidungen, sondern wählen stattdessen die Führung der Sub-DAOs und bestimmen die Rahmenbedingungen. Das hat auch zu Spannungen geführt, da die Macht in diesen Sub-DAOs konzentriert ist und als weniger dezentral angeschaut werden kann. Und dieser Modus wurde erst kürzlich eingeführt und gehört zum sogenannten Endgame von MakerDAO. Und das kann hier nachgeschaut werden, was dieses Endgame ist. Das ist diese Seite hier. Hier geht es um das Voting. Da geht es um die folgenden Inhalte. Das ist ganz viel. Das ist die Proposal, die Proposed Version. Ganz viel Text, kann man sich alles mal gerne durchlesen. Es hat sehr viel Inhalt drin und hier eben diese Meldung, dass es einen neuen Governance Token gibt. Und das, wie gesagt, das wurde erst kürzlich gemacht und zwar im August 24. DAI verwendet ein vielschichtiges System von Mechanismen, um seinen Wert stabil bei einem US-Dollar zu halten. Beginnen wir mit den primären Stabilisierungswerkzeugen. Die Stability Fees werden dynamisch angepasst. Wenn der DAI-Kurs über einen Dollar liegt, werden die Fees gesenkt, um die Erzeugung von mehr DAIs anzuregen. Liegt der Kurs unter einem Dollar, werden sie erhöht, um die DAI-Menge zu reduzieren. Und parallel dazu wird die DAI Savings Rate angepasst, um die Nachfrage nach DAI zu steuern. Höhere Raten machen das Halten von DAI attraktiver. Und das automatische Liquidationssystem bildet ein Sicherheitsnetz für Krypto-Vaults. Wenn der Wert der hinterlegten Kryptosicherheiten zu stark fällt, wenn zum Beispiel Ethers oder Bitcoins fällt, also Ethers fällt, wird der Vault automatisch liquidiert. Und ein Netzwerk von Keepern, speziellen Bots, führen diese Liquidation durch Auktionen durch, um die DAI-Schulden zu decken. Und eine besondere Rolle spielen die Real-World-Assets in der Preisstabilisierung. Anders als die Crypto-Assets, die schnell liquidiert werden müssen, bieten Real-World-Assets wie US-Staatsanleihen eine stabilere Option. Wenn der DAI-Preis unter Druck gerät, können diese Real-World-Assets systematisch am Markt verkauft werden, um DAI zurückzukaufen, um den Preis zu stützen. Dies geschieht geordnet über traditionelle Finanzmarktmechanismen, ohne die hektischen Auktionen, die wir bei den Krypto-Liquidationen sehen. Das heißt, diese Real-World-Assets werden verkauft, MakerDAO erhält dann US-Dollar, diese US-Dollar werden dann zum Beispiel in USDC getauscht und mit diesen USDCs kann man dann zum Beispiel DAIs zurückkaufen und entsprechend verbrennen. Für extreme Marktsituationen existiert der Emergency Shutdown, ein Mechanismus, der das System geordnet herunterfahren kann. In diesem Fall wird der Handel mit DAI eingestellt und DAI-Halter können ihre Tokens direkt gegen einen Mix aus hinterlegten Sicherheiten eintauschen, sowohl Krypto-Assets als auch anteilig Real-World-Assets. Market Maker spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, indem sie Arbitrage-Möglichkeiten nutzen, um damit den DAI-Preis nahe am Dollar zu halten. Und diese Arbitrageure können zwischen diversen Märkten handeln und auch die DAI-Savings-Rate nutzen, um von Preisabweichung zu profitieren, was wiederum zu Preisstabilität beiträgt. Und die Kombination aus diesen verschiedenen Mechanismen von algorithmischen Anpassungen über Real-World Asset Management bis hin zu Marktanreizen macht DAI zu einem robusten System. Im News-Segment habe ich darüber berichtet, wie jetzt ein neuer SKY US-Dollar
entstanden ist. Das heißt, momentan gibt es die Migrationsphase von DAI zu diesem SKY US Dollar. Das ist eben dieser neue Token von MakerDAO. Da gibt es auch wieder eine Abstimmung. Soll dieses Rebranding jetzt wieder rückgängig gemacht werden oder nicht? Das heißt eben, man ist in diesem DAO, in dieser dezentralen autonomen Organisation, und dort wird alles öffentlich diskutiert und entsprechend ist alles transparent.